Hallo und herzlich willkommen zum Rainbow Design Wie messe ich richtig Video. Dieses Video gilt als kleines Tutorial und soll euch eine Anleitung darüber geben, wie ihr euren Körper richtig vermessen tut, um später eine passgenaue, maßgeschneiderte Rainbow Suit zu bekommen. Was ihr dazu braucht, ist zum einen ein Maßband, hat in der Regel hier bei uns 1,50 Meter Länge. Ein Bestellformular. So ein Bestellformular könnt ihr euch im Internet downloaden oder kriegt ihr am Sprungplatz, der auch gleichzeitig Händler ist. Wenn er Händler ist, lasst euch da vermessen, ist der einfachste Weg. Was ihr zudem noch braucht, ist natürlich jemand, der Interesse hat, eine Suit zu bekommen, also in dem Fall ihr, und dann ein Kumpel, der euch vermisst, das wäre ich. Und hier haben wir noch dann Daniel, der gerade hinter mir steht. Hallo Daniel. Hallo. Und wir legen dann gleich los. Bei der Oberweite mache ich persönlich das so, dass ich von hinten komme und nicht jetzt hier vorne, zum Beispiel bei einer Frau, an den Nippeln rumspiele. Das darfst du dann selber machen. Dafür bitte ich dich doch gerade einmal, die Arme zu heben. Dir selbstständig das Ganze auf die Nippel zu legen, weil da ist es ganz wichtig, da soll es hin. Die Arme wieder zu senken. Und nehme hier diesen Wert von 102. Die Taille. Die Taille ermitteln wir genau über den Bauchnabel. Da ist der Bauchnabel. Bitten gerade mal den Daniel, das genau an den Bauchnabel nochmal auszurichten. Die Arme hängen zu lassen, normal zu atmen und diesen Wert zu mitteln. Die Hüfte. Die Hüfte ist der Punkt an der breitesten Stelle. Wenn wir hier von der Seite gucken, ist es meistens sozusagen auch der Po. Da messen wir an der stärksten Stelle. Das ist jetzt ganz wichtig für die Wingsuit, für die Flügel, für die Armlänge. Dazu nehmen wir den Arm, leicht angewinkelt, und fangen von der Schulterkugel an, also wo die Schulter an den, oder der Arm an die Schulter ansetzt. Und dann über den Ellbogen bis zum Knöchel. Und da sind wir bei Max bei 61. Schulterbreite, das ist das Maß von dem Halsansatz bis zu dem Punkt. Ja, wäre also von da bis da, wäre bei Max 16. So, als nächstes haben wir den Halsumfang. Für den Halsumfang legen wir das Maßband mit dem Nullwert einmal herum, ungefähr in der Höhe des Adamsapfels, und messen hier den Wert von 42. Das Handgelenk messen wir genau am Handgelenkknochen. Dabei lassen wir einfach den Arm hängen und nehmen hier den Umfang. 19. Für die Rückenlänge ermitteln wir hier oben wieder den Punkt des Halswirbels. Setzen dort das Maßband an und bitten gerade den Daniel einmal uns zu zeigen, wo sein Bauchnabel vorne ist. Super, nehmen diesen Punkt einmal herum und messen genau bis dahin. Für die Seitenlänge stehen wir schulterbreit ohne Schuhe, ermitteln den Hüftknochen und messen seitlich am Körper vorbei bis zum Boden. Für die Schrittlänge stehen wir schulterbreit ohne Schuhe. Wichtig bei der Wingsuit, ohne Schuhe. Wir bitten einmal den Daniel auch wieder die Hose einmal ganz hoch zu ziehen. Danke. Dann reicht er uns seine rechte Hand. Wir stecken das Maßband genau zwischen die Finger und er führt es selbstständig zu seinem Damm. Wir messen dann gerade runter mit der richtigen Seite, also hier nicht rücklaufen, sondern diese Seite, und messen bis zum Boden. Für die Hüfttiefe ermitteln wir den Hüftknochen und ermitteln den Punkt, den wir für die Hüfte genommen haben. Also hier den weitesten Punkt, den breitesten Punkt. Und messen diese Länge. 22. Wir bitten dich gerade nochmal, die Hose etwas hochzuziehen. Danke. Den Torso lassen wir selbstständig ansetzen. Und zwar genau hier vorne in dieser leichten Kuhle. Dann führen wir das Maßband einmal unten durch, ganz gut sitzend, entlang der Wirbelsäule. Beim Daniel haben wir jetzt das Beispiel, dass 1,50 Meter Maßlänge nicht reicht, um hier oben den 9. Wirbel zu erreichen. Deswegen lasst doch bitte einmal los. Von diesem Wirbel aus nehmen wir dieses Maß zu den 1,50 Meter dazu. 3 Punkte sind noch offen. Wir haben noch Gewicht, Körpergröße und Schuhgröße. Das sind 3 Faktoren, die ihr eigentlich
komplett selbstständig beantworten könnt. Oder wenn ihr jemand anderen vermesst, kurz erfragt. Ihr müsst kein Maß anlegen, keine Arbeit leisten. Vielen Dank, dass ihr euch für eine Rainbow Suit entschieden habt. Wir wünschen euch viel Spaß. In ein paar Wochen ist es dann soweit. Und Blue Skies und gute Sprünge wünsche ich euch.